Dr. Erik Kilgendorf ist Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtstheorie, Informationsrecht und Rechtsinformatik an der Universität Würzburg. Er hat den Deutschen Bundestag und die Bundesregierung mehrfach in Fragen des Medizinstrafrechts und der Internetkriminalität beraten. In seinem Impulsreferat wird er nun darlegen, warum eine Strafbarkeit der Suizidbeihilfe Unsinn wäre. Herr Kilgendorf. Sehr geehrte Damen und Herren, zunächst möchte ich mich bei den Veranstaltern, bei Frau Welzner, bei Michael und Frau Salomon, herzlich bedanken, dass ich hier eingeladen wurde. Wir sind nun mit der Zeit schon relativ weit vorangeschritten, außerdem sind eben etliche Diskussionsmeldungen untergegangen. Deswegen habe ich mein Manuskript am Platz liegen lassen, möchte Ihnen nur ein paar Anmerkungen machen zur geltenden Rechtslage, die von meinem Vorredner ja sehr gelobt wurde. Den Juristen freut das. Ich sehe es ganz ähnlich. Die Situation ist positiv. Allerdings sollte man bedenken, dass die angesprochene Rechtsunsicherheit, nur die Unsicherheit, bereits sehr, sehr schwerwiegende Auswirkungen haben kann auf praktizierende Ärzte. Das Schlimmste, was einem Arzt passieren kann, ist, dass die Staatsanwaltschaft an der Tür klingelt, die Praxis schließt, die Akten beschlagnahmt und ermittelt. Selbst wenn das dann gut ausgeht, selbst wenn das mit Erfolg durchgefochten wird, ist die Existenz des Arztes schwer beschädigt, vielleicht sogar am Ende. Ja, deswegen ist die Rechtsunsicherheit allein schon ein großes Problem. Also, was sind meine Anmerkungen? Die Rechtslage, vielleicht mal ganz kurz zur Rechtslage. Die Rechtslage ist nicht speziell auf Sterbehilfefälle ausgerichtet. Es gibt kein Sterbehilfegesetz. Die Regelungen, die den Sterbehilfebereich erfassen, sind allgemeine Strafrechtsnormen, § 212, Totschlag, 211, Mord, 216, Tötung auf Verlangen, 223, Körperverletzung. Das sind die Normen, die hier eine Rolle spielen. 212, 211, Totschlag und Mord sind praktisch nie relevant. 216, die Tötung auf Verlangen, wird oft fälschlich mit aktiver Sterbehilfe in Verbindung gebracht. Sie ist in der Tat anwendbar auf Fälle aktiver Sterbehilfe, aber 216 StGB würde etwa auch die passive grundsätzlich erfassen, wenn nicht dort Rechtfertigungsgründe greifen würden. Der 216 würde für ganz andere Fallgestaltungen eingeführt, schon vor über 100 Jahren. Ist also keine Spezialregelung für die aktive Sterbehilfe. Neben diesen strafrechtlichen Regelungen gibt es auf der Grundrechtsebene Regelungen, die nun eindeutig sind. Es gibt das Recht auf Leben, das wurde erwähnt, Artikel 2.1. Es gibt die allgemeine Handlungsfreiheit, Artikel 2.2. Man spricht auch vom Urfreiheitsrecht, und dieses Urfreiheitsrecht erfasst nach überwiegender Ansicht in der Literatur, auch in der Rechtsprechung, auch das Recht, sich selber zu töten. Also man darf sein eigenes Leben beenden. Das ist grundrechtlich gesichert. Hinzu kommt natürlich auch die Menschenwürde, Artikel 1. Die Menschenwürde steht dem Individuum bis zum Tode zu. Also selbst der Sterbende hat noch die volle, völlig uneingeschränkte Menschenwürde. Deswegen wäre es verfassungswidrig, menschenwürdewidrig, den Behandlungen aufzuzwingen, die der als quälend empfindet. Ein Beispiel noch zur allgemeinen Handlungsfreiheit: Wenn ein Patient am Lebensende im Krankenhaus beschließt, zu Hause sterben zu wollen, darf er das tun. Ja, er kann sagen, ich will nicht weiter behandelt werden, ich möchte nach Hause, die Ärzte müssen ihn nach Hause gehen lassen. Wenn das nicht passiert, wäre das eine Freiheitsberaubung oder sogar eine Nötigung. Also insofern ist die geltende Rechtslage in der Tat sehr, sehr patientenfreundlich. Eine dritte Ebene, die ich hier nur kurz erwähnen möchte, ist die Ebene des Standesrechts, des ärztlichen Standesrechts. Das sind rechtlich gesehen Satzungen, und zwar Ländersatzungen, keine Satzungen auf Bundesebene. Es ist selbstgegebenes Recht für die Berufsgruppe der Ärzte. Auch die Juristen dürfen sich Recht selber geben. Das ist eine Eigenheit von Berufsgruppen, die vom Gesetzgeber als besonders würdig angesehen wurde. Man spricht auch von den freien Berufen, Berufe, die eine besondere Dignität besitzen. Die sollen die Möglichkeit haben, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln. Für Ärzte, für Rechtsanwälte gelten natürlich die allgemeinen Regularien, aber sie genießen auch sehr viele Freiheiten, und innerhalb dieses Freiheitsraumes sind die selber verantwortlich, sich Regeln zu geben. Das ist eine Privilegierung der Ärzte und der Juristen. Die Musterberufsordnung ist nur eine
unverbindliche Vorgabe, ein Vorschlag sozusagen, der von den Landeskammern angenommen werden kann oder auch nicht angenommen werden kann. Der ist teilweise angenommen worden, die sind verschärft, 2011 ist teilweise übernommen worden in den Landessatzungen, teilweise nicht. Dazu werde ich vielleicht später noch etwas sagen. Ein paar Worte zur Strafbarkeit des Suizids und der Suizidbeihilfe. Wir haben zu Recht gehört von meinem Vorredner, die Suizidbeihilfe ist straflos. Warum eigentlich? Das ist für mich zumindest nicht so einfach zu verstehen. In der Vorlesung, im Strafrecht allgemein Teil, verwenden wir da 1 bis 2 Semester drauf, um das den jungen Leuten deutlich zu machen. Deswegen kann man nicht erwarten, dass Nichtjuristen das ohne weiteres zu verstehen. Der Grundgedanke ist, dass eine Beihilfehandlung nur dann strafbar ist, wenn die Haupttat, zu der Hilfe geleistet wird, auch unter Strafe steht. Also wenn jemand einen Einbruchsdiebstahl begeht, ist das strafbar. Da gibt es eine Strafnorm, 242, 243 StGB. Und wenn jemand hilft, zum Beispiel die Leiter trägt oder das Schloss aufschließt und den Einbrecher hineinlässt, ist das die Beihilfe. Ja, wir haben also eine Haupttat und wir haben eine Beihilfe. Beim Suizid fehlt nun die Haupttat. Die Selbsttötung ist nicht strafrechtlich erfasst. Ja, genauso wenig wie das Verschwenden von Wasser strafrechtlich erfasst ist. In manchen Ländern ist es der Fall. Oder die Kränkung des Staatsgründers, in der Türkei eine Straftat, in Deutschland keine Straftat. Ja, das sind Verhaltensweisen, die man unter Strafe stellen könnte, die wir aber in Deutschland nicht unter Strafe gestellt haben seit vielen Jahren. Deswegen sind das keine Straftaten. Da es keine Straftaten sind, kann man dazu auch keine Beihilfe lassen. Ja, das ist die Grundstruktur. Ohne Haupttat keine Beihilfe. Es gibt keine Haupttat. Es gibt einige, oder es gab einige Kollegen in den 60er, 70er Jahren, die argumentiert haben, der 212 StGB, die Tötung eines Menschen, würde auch Suizid erfassen. Der 212 lautet, wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird in gewisser Weise bestraft. Wer einen Menschen tötet, man könnte argumentieren, wer sich selbst tötet, tötet auch einen Menschen. Aber die Rechtsprechung und die Professoren haben jetzt in den 30 Jahren unisono die Norm so interpretiert, dass der 212 gelesen wird, wer einen anderen Menschen tötet. Ja, wer sich selber tötet, ist nicht strafrechtlich erfasst. Deswegen ist der Suizid bei uns nicht unter Strafe gestellt. Das war früher anders. Vor der Aufklärung war es ganz allgemein üblich in christlich dominierten Staaten, dass Personen, die sich suizidiert haben, Selbstmörder, daher kommt auch der Name, dieser stark abwertende Name, dass die bestraft wurden. Wenn die Tat fehlging, wurden sie im schlimmsten Fall zum Tode verurteilt, was ein bisschen komisch ist. Ja? Ansonsten kam es sehr häufig vor, dass diese Personen nackt durch die Straßen geschleift worden sind. Die sind aufgehängt worden vor der Stadt, um von Raben und an Tieren gefressen zu werden. Man hat Strafen an den Nachkommen vollzogen, man hat das Vermögen eingezogen, man hat die Frau ins Gefängnis geworfen und so weiter. Es war lange Zeit Praxis, das ist durch die Aufklärung beseitigt worden. Es gibt aber Residuen und ein Restbestand ist der Ausdruck Selbstmord, den man also nicht verwenden sollte. Ja, Mord bedeutet eine Tötung mit ganz schlimmen Motiven. Der Suizident, das hat ja mein Vorredner schon gesagt, handelt oft aus Verzweiflung und da ist von bösartigen Motiven in der Regel überhaupt nichts zu spüren. Also soweit zur geltenden Rechtslage und so ein bisschen zum Hintergrund. Sie können da gerne noch Fragen stellen, wenn Sie möchten. Es gibt nun Vorschläge an dieser Rechtslage etwas zu ändern. Begonnen hat die diesmalige Runde des Verschärfungskarussells. Da ist ja nur eine Runde, der Kollege hat schon zu Recht dargestellt, das gab es schon mehrfach. Die diesmalige Runde begann nur mit dem Vorschlag des Bundesgesundheitsministeriums, der Sterbehilfe pauschal verbieten wollte und wahrscheinlich wohl strafrechtlich verbieten wollte. Inzwischen hat diese Fraktion einige Rückzieher gemacht. Der Herr Montgomery spricht jetzt davon, auf jeden Fall nicht mehr strafrechtlich verbieten zu wollen und auch kundgetan, dass er das strafrecht nicht einbeziehen wolle. Es gibt aber einen neuen Vorschlag, der seit etwa 10 Tagen auf dem Markt ist, hier von Horacio und anderen. Selbstbestimmung im Sterben, Fürsorge zum Leben, ein Gesetzesvorschlag zur Regelung des assistierten Suizids. Und darin ist eine Strafnorm enthalten. Ich will Ihnen mal kurz vorstellen, einfach damit Sie sich mal vorstellen können, was überhaupt diskutiert wird und wie so eine Strafnorm aussehen könnte. Also hier heißt es im neu zu schaffenden 217,
StGB, wer einem anderen Beihilfe zur Selbsttötung leistet, wird, wenn die Selbsttötung ausgeführt oder versucht wurde, mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ja? Also wer einem anderen Beihilfe zur Selbsttötung leistet. Bisher ist das nicht strafbar, weil die Selbsttötung nicht unter Strafe steht. In dieser Norm wird nun eine Beihilfehandlung zur eigenständigen Haupttat aufgestuft oder hochgestuft. Das kann man machen. Das gibt es gelegentlich im Strafgesetzbuch, zum Beispiel bei der Hehlerei. 259 ist das der Fall. Ich will aber nicht in die Details gehen. All diese Fälle von zur Haupttat hochgestuften Beihilfehandlungen führen dogmatisch zu großen Problemen. Es gibt große Interpretationsprobleme, wenn die Haupttat an sich straffrei ist und jetzt die Beihilfe als neu generierte Haupttat unter Strafe gestellt werden soll. Das freut die Kommentatoren, das schafft viele spannende Probleme für Doktoranden, aber im Blick auf Rechtssicherheit und Rechtsklarheit ist so etwas in der Regel ganz unglücklich. Ja, also dogmatisch ist dieser Vorschlag zumindest mal problematisch. Ich will aber darauf nicht näher eingehen, sondern möchte ein paar allgemeinere Punkte erwähnen, weshalb diese Norm meines Erachtens verunglückt ist. Erster Aspekt ist die Besonderheit des Arzt-Patienten-Verhältnisses. Das Arzt-Patienten-Verhältnis ist ein Verhältnis besonderer Art. Auch der Jurist, der Rechtsanwalt, tritt seiner Mandanten in einer gewissen Nähebeziehung gegenüber. Für den Arzt gilt das aber in noch viel größerem Ausmaß. Das ist eine sehr fast intime Beziehung. Der Patient kommt voller Vertrauen, er will nicht nur behandelt werden, er möchte mehr menschliche Zuwendung, er möchte vertrauen können, er möchte Empathie erfahren. Das sind Wünsche, die man rechtlich nicht, deren Erfüllung man rechtlich nicht erzwingen kann. Ja, was nötig ist, ist eine gewisse Haltung der Ärzte, eine ethische Grundhaltung, ein Ethos, wenn Sie so wollen. Und die Verrechtlichung dieses Arzt-Patienten-Verhältnisses ist außerordentlich problematisch. Es muss natürlich Regeln geben, es gibt Regeln, ja, es gibt allgemeine Regeln, aber es gibt bisher kaum spezifische Rechtsvorgaben für das Arzt-Patienten-Verhältnis mit gutem Grund. Man kann das schwer verrechtlichen. Und deswegen ist der Versuch, das jetzt sogar mit dem Strafrecht zu regeln, also mit der härtesten Waffe des Staates, schon sehr problematisch. Also mit dem Strafrecht in das Arzt-Patienten-Verhältnis hineinzugehen, noch dazu in so eine heikle Beziehung, wie sie besteht zwischen Sterbewilligen und Arzt, ist außerordentlich problematisch. Es besteht auch meines Erachtens die Gefahr, dass durch eine zu starke Verrechtlichung, insbesondere durch eine Kriminalisierung von Ärzten, das Ethos schaden wird, ja, dass das ärztliche Ethos sich zurückbildet. Es gibt solche Phänomene, dass dann, wenn in bestimmten Regelungsbereichen die Verrechtlichung außerordentlich stark ist, also ich nenne das Sozialrecht oder vielleicht auch das Steuerrecht, dass dann die ethischen Regeln, die Moral sich zurückzieht. Ja. Steuermoral ist so ein Beispiel. Steuermoral ist schon fast was Komisches, weil jeder das Gefühl hat, das ist alles so detailliert geregelt, da ist für Moral gar kein Platz mehr. Im Sozialrecht ist das ganz vergleichbar. Also je genauer ein Bereich durchreguliert wird, desto stärker zieht sich hier in der Regel das Ethos zurück. Ja, Ethos, moralische Regeln, die einen bestimmten Bereich erfassen, das sind ja Konkurrenznormen zu Rechtsnormen. Und wenn die Rechtsnormen Überhand nehmen und mit Staatsgewalt durchgesetzt werden, zieht sich das Ethos zurück. Und deswegen besteht die Gefahr, dass dann, wenn das Arzt-Patienten-Verhältnis zu stark durchreguliert wird, sich bei den Ärzten das ärztliche Ethos zurückbildet. So etwas ist meines Erachtens in Ansätzen schon erkennbar infolge der starken Ökonomisierung des Arzt-Patienten-Verhältnisses. Diese Fallpauschalen, dieser Kostendruck, diese große Bürokratisierung. Der Arzt will vielleicht noch mit dem Patienten sprechen, er fühlt vielleicht sogar noch eine moralische Verpflichtung, noch ein paar Worte mit der alten Frau oder dem alten Mann zu wechseln, aber die Zeit drängt und er kann das nicht abrechnen. Er muss es alles schriftlich erfassen, er weiß später, die Drittel seiner Arbeitszeit besteht im Ausfüllen von Formularen und so weiter. Also hier sind schon Bürokratisierungsprozesse in Gange, die das Ethos geschwächt haben. Ich sage geschwächt, ich habe den Eindruck, dass das ärztliche Ethos im Großen und Ganzen immer noch stark ist und viele Ärzte sich auch gegen diese Bürokratisierung auflehnen. Das ist ein weiterer Grund, weshalb eine gerade Kriminalisierung von Ärzten, also ein Sonderstrafrecht für Ärzte, meines Erachtens völlig verfehlt ist. Hinzu kommt jetzt nochmal zwei juristische Argumente. Diese Formulierung im Gesetz, Beihilfe zum Suizid ist verboten bei Strafe, ist wahrscheinlich zu weit. Kleiner Schlenker in die Beihilfedogmatik. Beihilfe kann man begehen, indem man den Taterfolg
herbeizuführen hilft. Also vielleicht nochmal dieses Leiterbeispiel vom Anfang. Der Gehilfe trägt die Leiter zum Ort des Einbruchs. Mit der Leiter steigt der Dieb über die Mauer, räumt das Haus aus. Das ist Beihilfe zum Einbruch. Die Beihilfe kann aber auch dann gegeben sein, wenn die Beihilfehandlung überhaupt nicht kausal ist für den Erfolg. Also der Gehilfe trägt die Leiter zum Einbruchsort. Dort stellen beide überrascht fest, die Tür ist offen, man muss gar nicht über die Mauer steigen. Daraufhin legt der Gehilfe die Leiter zur Seite und verschwindet. Die Leiter wird nicht benötigt. Ja, auch das ist Beihilfe. Also Beihilfe liegt auch dann vor, wenn die Beihilfehandlung überhaupt nicht kausal ist für den Erfolg. Jetzt übertragen wir das auf unseren Tatbestand. Eine Beihilfe zum Suizid nach diesem Wortlaut wäre auch dann gegeben, wenn jemand einen Suizid durchführt, nicht gleich stirbt, in ein Krankenhaus eingeliefert wird und dann der Arzt Hilfe leistet, etwa um Schmerzen zu lindern, um das Ableben möglichst leicht zu machen. Das wäre nicht dogmatisch, eine Beihilfe zum Suizid. Soll das wirklich strafbar sein? Also das würde heißen, dass nicht sofort zum Tod führenden Suizide nicht unterstützt werden dürfen. Man darf da noch nicht mal Schmerzlinderung leisten. Die müssen unter grässlichen Umständen sterben. Das ist schon starker Tobak. Ich vermute, dass es nicht hier vermutet wurde von den Autoren. Vielleicht als kleine freche Bemerkung, der einzige Jurist in der Gruppe, Herr Taubitz, ist ein Zivilrechtler, ein berühmter Zivilrechtler, ein bedeutender Kollege. Ich kenne ihn gut und schätze ihn sehr, aber die haben wohl diese strafrechtlichen Dimensionen nicht wirklich durchdacht. Hinzu kommt, dass im Text immer wieder von Absicht die Rede ist. Absicht, Tötungsabsicht, Beihilfe, Absicht. Aber Beihilfe kann auch mit der Form von bedingtem Vorsatz durch Eventuales durchgeführt werden. Das ist völlig unstrittig. Sodass etwa auch dann eine Beihilfe zum Suizid vorläge, wenn ein Arzt einem Krebspatienten eine so eine Morphium zuführende Leitung legt und der sich das selber regeln kann. Er kann selber die Menge regeln. Angenommen, der Regler erlaubt nun ein bisschen mehr zuzuführen, als unbedingt nötig ist, beziehungsweise so viel, was vielleicht nötig ist, aber was die verbleibende Lebenserwartung verkürzt. Der führt sich also diesen Stoff zu, die verbleibende Lebenserwartung wird verkürzt, das ist Suizid. Ja, also auch wenn die verbleibende Lebenserwartung nur durch nur eine halbe Stunde verkürzt wird, ist das schon Suizid. Und dadurch, dass der Arzt diesen Regler so eingestellt hat, wie er ihn eingestellt hat, und er wusste ja, dass so etwas passieren kann, hat er Beihilfe begangen. Auch das kann nicht sein. Ja, auch das ist eine Folge dieses Gesetzes, die ernsthaft nicht akzeptabel ist und deswegen vermute ich, dass diese Folgen nicht wirklich reflektiert worden sind. Hinzu kommt, letzter juristischer Aspekt, man könnte noch mehr sagen, aber die Zeit drängt, ein generelles Verbot, das strafbewehrt ist, wäre wohl auch verfassungswidrig. Im Verfahren von Herrn Arnold ging es ja darum, dass hier ein generelles Verbot auf standesrechtlicher Ebene durchgesetzt werden sollte und da hat das Verwaltungsgericht Berlin meines Erachtens zu Recht gesagt, ein solches Verbot ohne Ausnahmen ist verfassungswidrig. Warum? Weil es gegen die ärztliche Gewissensfreiheit verstößt. Und meines Erachtens, und das sehen die meisten Kollegen so, ist dieses Argument verallgemeinerbar. Die ärztliche Gewissensfreiheit, das ist also dieser Schutz, der verfassungsrechtlich gebotene Schutz, unter anderem des Arzt-Patienten-Verhältnisses, ja, dieser Intimbereich, dieser innere Bereich zwischen Arzt und Patient wird geschützt, auch durch die Verfassung. Dieser Schutzbereich wird verletzt, wenn man bestimmte Handlungen in diesem Bereich pauschal kriminalisiert. Ja, also eine durchgängige Kriminalisierung wäre gar nicht verfassungsrechtlich möglich. Hier im Entwurf von Borasio, Taubitz und so weiter werden Ausnahmen formuliert, wo es doch möglich sein soll. Deswegen würde ich hier sagen, das ist verfassungsrechtlich problematisch, aber nicht definitiv verfassungswidrig. Das, was Herr Bröhe und andere vorgeschlagen haben, vielleicht jetzt gar nicht mehr wirklich anstreben, nämlich ein Pauschalverbot, ein Verbot ohne Ausnahme, das wäre, wenn man das Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin ernst nimmt, verfassungswidrig. Also, das bedeutet im Ergebnis, eine strafrechtliche Regelung ist außerordentlich problematisch, sie ist unethisch, sie ist politisch unklug, sie wäre, wenn sie pauschal eingeführt wird, ohne Ausnahmen sogar verfassungswidrig. Meines Erachtens ist sie auch dann verfassungswidrig, wenn Ausnahmen vorgesehen werden, weil sie dann unverhältnismäßig wäre. Aber dazu vielleicht in der Diskussion. Ganz kurz zum Schluss, gibt es Handlungsbedarf für den Gesetzgeber? Eigentlich nicht. Aber die Diskussion ist so weit vorangeschritten, dass eine erstaunliche Menge von Unsinn produziert worden ist. Es gibt sehr viel begrifflichem Durcheinander, auch bei Ärzten, die an sich
kompetent sind, hochqualifiziert sind, aber man bekommt immer wieder in Veranstaltungen mit, Ärzte gehen jetzt davon aus, Sterbehilfe sei verboten, ja, das sei unter Strafe gestellt. Selbst die Lage im Strafrecht wird nicht wirklich verstanden. Deswegen meine ich, es sollte zumindest eine Klarstellung erfolgen. Es sollte eine gesetzliche Klarstellung erfolgen, was geht und was nicht geht. Hinzu kommt, dass es in der Tat einige Entwicklungen gibt, die genauer zu betrachten wären. Ich will nur den Aspekt Laienhilfe mal ansprechen. Also Suizidbeihilfe, Unterstützung beim Suizid, sinnvoll, ist rechtlich geboten, aber sie sollte auch kompetent durchgeführt werden. Wenn das jeder machen kann, zum Beispiel auch ich, der ich medizinisch überhaupt keine Ahnung habe, ich könnte eine solche Beihilfe straflos durchführen, wäre das problematisch, weil ich gar nicht weiß, was die richtigen Maßnahmen sind. Jeder Mensch ist anders, gerade alte, Kranke sind sozusagen auch nicht typisch menschlich, sondern die bekommen vielleicht Medikamente und haben eine Krankenvorgeschichte, die einem Nichtmediziner überhaupt nicht klar ist. Deswegen spricht schon einiges dafür, in diesem Laienbereich, der gerade bei den Sterbehilfevereinen auch stark ausgeprägt ist, ein bisschen für Ordnung zu sorgen, ein bisschen mehr Transparenz, Kontrolle, Hinzuziehung von Ärzten. Am besten wäre es, wenn die Beihilfe nur von Ärzten durchgeführt wird und die wirklich auch, ohne jetzt als Hardliner auftreten zu wollen, meinen, dass die Hinzuziehung eines zweiten Arztes sinnvoll sein könnte. Im Ergebnis könnte das zu einer Verrechtlichung nicht des Arzt-Patienten-Verhältnisses, aber der Rahmenbedingungen führen, die Rechtssicherheit schafft, die auch den Patienten letztlich nützt. Und ich möchte schließen, indem ich etwas aufgreife, was der Kollege auch gesagt hat, die Parallele zur Abtreibung, Schwangerschaftsabbruchregelung, meines Erachtens. Ein guter Gedanke, denken Sie mal an Pro Familia. Als Pro Familia anfängt, wurde Pro Familia dargestellt als monströse Einrichtung, absolut unmoralisch, gefährlich, den Lebensschutz erfolgt. Es hat sich jetzt herausgestellt, dass es insgesamt eine sinnvolle, eine sehr, sehr sinnvolle Vereinigung ist, die geholfen hat, die Abtreibungszahlen nach unten zu bringen. Sie schafft Rechtssicherheit. Frauen in Not können sich dorthin wenden, bekommen eine neutrale Beratung. So etwas, denke ich, wäre auch im Bereich Sterbehilfe anzustreben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.